Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute Laugen sammeln bzw. Laugenstangen machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 500 Gramm Weizenmehl Typ 550, 50 Gramm Butter, 240 Milliliter Wasser, 1,5 Teelöffel Salz, eine Prise Zucker, 7 Gramm Hefe und wenn ihr mögt, könnt ihr etwas grobes Salz oder geriebenen Käse mitverwenden. Des Weiteren braucht ihr 1 Liter Wasser und 30 Gramm Natron. Wir beginnen als erstes damit, dass wir den Butter warm machen und dann das Mehl in eine Schüssel geben. In der Mitte formen wir dann eine Mulde. Dort geben wir den Zucker und die Hefe hinein. Das Salz sowie den Butter geben wir außenrum und auf die Hefe und den Zucker geben wir dann das lauwarme Wasser. Anschließend verkneten wir das Ganze zu einem geschmeidigen Teig und lassen es für ca. 30 bis 40 Minuten an einem warmen Ort gehen. Kurz bevor die Zeit dann um ist, stellen wir den Liter Wasser mit dem Natron in einen Topf auf den Herd und lassen das langsam aufkochen. Währenddessen teilen wir uns den Teig ein, je nachdem, wie groß wir die Semmeln bzw. die Stangen haben möchten. Und werde aus einem Teil Semmeln und aus dem anderen Teil Stangen machen. Wenn ich das Ganze dann geformt habe und mein Natronwasser kocht, tauche ich das Ganze mit einer Schaumkelle in das kochende Wasser. Dort lasse ich den Teig ca. 20 bis 30 Sekunden baden, ehe ich es wieder rausnehme und mit dem Salz oder wenn man möchte mit dem Käse bestreue. Wenn ich jetzt noch möchte, kann ich die Semmeln oder Laugenstangen einschneiden, ehe ich sie in einen auf 180 Grad Umluft eingestellten Backofen schiebe. Dieser sollte nicht vorgeheizt sein, damit der Teig nochmal die Chance hat, ein klein wenig zu gehen. Und dann backe ich das Ganze für etwa 25 bis 35 Minuten. Zum Schluss nehme ich sie dann nur noch raus, lasse sie für einige Momente abkühlen und kann sie dann servieren. Das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachbacken möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch das Ganze gelungen ist, wenn ihr es nachgebacken habt, beziehungsweise wie haben sie euch geschmeckt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich nur noch das letzte Video, wie man Sauerkraut selber macht, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!